Moin! Statt immer nur Wasser nehmen Marlin und ich euch heute mit ins Grüne, in unseren Bürgerpark. Los geht's! Der Brunnen hier ziert auch erst seit dem Jahr 2000 den Eingang zum Bürgerpark. Vorher stand er vor unserem Stadttheater. 1907 begann man mit der Anlage. Die Bäume hatten es anfangs schwer auf dem storwasserführenden Marschboden. Aber wie ihr seht, trotzen die Pflanzen und Bäume den Widrigkeiten und gedeihen prächtig. Unseren Bürgerpark haben wir dem Geestemünder Waldverein zu verdanken. Diese Bürgervereinigung setzte sich für den Bau des Parks ein, der nach dem Gartengestalter Adolf Hoff entstanden ist. Unser Gartenbauamt zaubert immer wunderschöne Beete, wie ihr hier seht. Die Stiefmütterchen werden später von Sommerblumen abgelöst. Der Bürgerpark ist übrigens ein Beispiel des Landschaftsgartenstils des 19. Jahrhunderts. Die Seen- und Wiesenlandschaft ist verbunden mit der Fernlandschaft. Eröffnet werden konnte die Anlage 1908 und 1912 wurde sie vervollständigt. Der Bürgerpark misst heute 64 Hektar. Die Schildkröte hat unseren Drehtermin heute leider verpasst. Im Ernst, hier im Teich lebt eine Schildkröte, meist sitzt sie dort auf dem Ast. Aber schau, zumindest ist die Ente da. Klar gilt auch hier im Bürgerpark Leinenzwang, aber hier auf der Hundewiese dürfen die Fellnasen sich richtig austoben und rumtollen. Hier seht ihr einen Teil unseres Golfplatzes. 18 Löcher mitten in Bremerhaven. Klasse, oder? Wenn ihr das auch mal ausprobieren wollt, könnt ihr das bei einer Schnupperstunde tun. Rund um den Park siedeln sich verschiedene Vereine an. Fußball, Tennis, Leichtathletik. Und nicht zuletzt der Rollsportverein hinter uns, der seit 1954 eine Talentschmiede ist und sogar Weltmeistertitel nach Bremerhaven geholt hat. Liebhaber der flachen Scheiben kommen hier auf ihre Kosten. Im Bürgerpark gibt es 20 Discgolfbahnen. Ziel ist es, den Parcours mit möglichst wenigen Würfen zu absolvieren. Bei mir ist der Hopfen und Malz verloren, glaubt mir. Die Sportskanonen unter euch können hier auf der Finnbahn den Park umrunden und dabei gelenkschonend joggen und traben. Macht Spaß, glaubt's mir. Runter vom Sofa und rein ins Vergnügen. Auf 1900 Metern könnt ihr euch hier auf dem Trimpfad richtig austoben. Von wegen, bei uns im Norden ist alles flach. Hinter uns seht ihr den Drachenberg. Imposant, oder? Der wurde mit dem Bodenaushub der Teiche errichtet. Mir gefällt ja der Bauerngarten hier. Hier wechseln sich auch Stiefmütterchen Medaillen und Staudenbeeten ab und sogar Kräuter gibt es hier. Neben all den heimischen Sträuchern und Pflanzen gibt es hier natürlich auch Exoten, wie den Tulpenbaum, Taschentuchbaum, Leberwurstbaum, Lebkuchenbaum, aber auch den Blauschotenstrauch, dessen Früchte sogar essbar sind. Hört ihr was? Nein, wir auch nicht. Trotzdem ist der Klavierspieler unermüdlich im Einsatz. Die Herren Buhmann, Bolke und Heinen haben diesen stattlichen Hain mitgeschnitzt. Klasse, oder? Auch wenn sie sich im Moment nicht in ihrer vollen Blüte zeigen, befinden wir uns hier mitten im Rosengarten. Ein Treffpunkt für alle Liebhaber der Blumen. Der Rosengarten ist nicht nur Treffpunkt von Blumenliebhabern, sondern auch von Schachspielern, die hier im Schatten eine Partie spielen können. Neben den größeren Tieren im Gehege wie Pony und Ziege und Schaf wohnen hier auch zahlreiche Insekten in diesem Hotel. Hier im Bootshaus lässt es sich herrlich verweilen und es gibt leckere Getränke und Gerichte. Hier im Bürgerpark gibt es zwei Hauptteiche. Ihr könnt hier auch Tretboot fahren und wenn ihr vom Boot aus die Enten füttert, schwimmen sie euch sogar hinterher. Grillt ihr auch so gerne wie ich und habt zu Hause keine Gelegenheit dazu? Hier im Park gibt es zwei Grillplätze. Einer davon ist auf der anderen Seite und denkt nur bitte dran, dass ihr auch euren Müll wieder mit nach Hause nehmt.
Klar erreicht ihr den Bürgerpark zu Fuß, mit dem Rad oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Solltet ihr mit dem Auto kommen, nutzt einfach den kostenfreien Park-and-Ride-Parkplatz zwischen Hauptbahnhof und Bürgerpark. Und schon sind wir am Ende unserer heutigen Tour. Meine Lieben und ich sagen danke, dass ihr dabei wart und tschüss und bis zum nächsten Mal.